Willkommen, War Thunder. Wir haben hier die I-15 bis auf der russischen Seite diesmal. Wir hatten die, glaube ich, schon mal auf der chinesischen Seite. Diesmal hier aus dem Heimatland. Es ist ein solides Flugzeug. Es macht relativ viel Spaß sogar zu spielen. Bewaffnung ist okay. Man sieht auch, man kommt auch gegen die offenen Fahrzeuge gut an. Es ist halt wirklich einfach zu fliegen. Relativ manövrierfähig und wendig. Dazu kann man eigentlich nicht sehr viel mehr sagen. Es macht auf jeden Fall Fun. Wir haben die Fab-50-Bomben dabei. Ich bin kein großer Freund von den Bomben. Hab versucht hier, wo ich dann hier die gesehen habe, was zu erledigen damit. Haben sogar was bekommen. Ich bin aber, wie gesagt, keine Ahnung, diese 50er, hoppla, Bomben bin ich kein Freund von. Das hoppla ignoriert er. Ist gerade mal was weggeflogen hier aus meinem Raum, dem ich gerade hier am Rumspielen war. Ja. Sonst, ja, guter Doppeldeckerjäger, macht seine Arbeit, man kann wunderbar Flugzeuge bekämpfen, aber da die meisten Runden die Gegner keine Flugzeuge oben haben, habe ich versucht, in den Bodenkampf zu gehen. Die Flak hatte natürlich noch Spawn-Schutz. Das hat es mir jetzt problematisch gemacht. Aber ich habe mir so gedacht, ich opfer jetzt mein Flugzeug. Egal, ich nehme dich mit. Fertig, aus. Und theoretisch überleben wir das scheinbar sogar. Vielleicht überlebt man das, keine Ahnung. So. Hier gucke ich mich jetzt wieder um. Bodenjagd. Irgendwas, was man anschießen kann. Hab ein Flugzeug gesehen. Ganz knapp überlebt. Dem Flugzeug aber einen guten Treffer mitgegeben. Und dachte mir so, okay. Wir haben es überlebt, das komische Manöver. Also können wir dem hier noch ein paar kritische Treffer mitgeben. Und bam. Geile Szene, schön neben uns explodiert. Richtig super gemacht von uns. Da sieht man, das Flugzeug ist gut. Die Waffen, ich glaube, haben wir 2 oder 4 MGs. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wir sind so dermaßen gut bewaffnet eigentlich. Das alleine unsere Feuerkadenz. Unsere Waffe ist ein relativ normales MG. Nichts Besonderes, kein Special Kaliber, gar nichts. Die Kadenz aber von unserer Feuerrate, also die Kadenz ist einfach crazy. Damit durchlöchern wir einfach die feindlichen Flugzeuge. Selbst mit so kleinen MGs, ich habe das schon häufiger mal gesagt, kleine MGs sind nicht super. Kann man drüber lachen manchmal. Aber bei dieser Feuerrate, da kannst du es einfach wirklich schnell durchlöchern. Und der Deutsche wollte wahrscheinlich durch den Tunnel ausweichen. Wir haben ihn aber bekommen und aufgehalten. Ich glaube, wir haben 4 Maschinengewehre. Ich kann mich einen Kommentar korrigieren. So. Wieder ein Anflug etwas weiter weg. Schon mal ein bisschen das Wasser testen, was wir da haben. Markiert, weil es nicht offen ist. So, ein bisschen markieren, weil hilft unserem Team. Ja, manchmal, wenn nichts zu tun ist, wir haben keine Bomben. Es lohnt sich aber auch nicht, zum Flugfeld zu fliegen. Deswegen dachte ich mir, ich will eigentlich hier die Luftüberlegenheit weiter sichern. Aber wenn es denn nichts gibt, was wir angreifen können, abschießen können in der Luft, kann man auch ein paar Gegner einfach markieren, so. Einfach ein bisschen tief fliegen zum Gucken, was man da so sieht. Ja, gucken. Da haben wir was. Und es fliegt nicht im wirkliche Ausweichmanöver. Ich nehme an, er hat schon aufgegeben damit. Eine Stuka. War eine Stuka. Ich glaube, der hat wirklich schon aufgegeben, nachdem er die erste Salve bekommen hat. So, jetzt hier Dogfight mit einem anderen Doppeldecker. Wir sitzen dem hinten im Nacken. Buddy schießt auf ihn. Wir schießen auf ihn. Und da haben wir ihn. Das war's. Easy. So und nicht anders. Und jetzt haben wir das dabei, was Fun macht. Raketen. Ich bin absolut mies mit den Raketen. Aber es reicht, um einen zu bekommen, auch wenn wir danach in den Boden krachen. Aber Raketen liebe ich. Gerade so die ungesteuerten Raketen machen mir echt Fun zu spielen. Freue mich schon auf die Flugzeuge, die davon mehr haben. Bin mit den Flugzeugen gar nicht so hoch. Mit meinen Panzern bin ich bei weitem höher in den Ranks als mit den Flugzeugen. Ich spiele eigentlich gar nicht so oft Flugzeuge. Wobei ich bei War Thunder dabei bin seit der ersten Version. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.